Das enge Verhältnis zwischen Kunst und Umgebung wird durch die prächtige Architektur ersichtlich, die sich dem Besucher in verschiedenen Gebäuden verschiedener Stile und Epochen zeigen. Der Palazzo Treglia scheint eine Synthese der Architektur des 16. und 18. Jahrhunderts zu sein. Er ist von dem breiten, mit kleinen Palmen und Blumen dekorierten Bogen und vom anliegenden Oratorium des heiligen Michael gekennzeichnet. Hier wird eine wertvolle Statue des Heiligen aufbewahrt. Der Palazzo Verres ist im Rokoko-Stil. Er wurde im 18. Jahrhundert elegant vermutlich vom außergewöhnlichen Bildhauer aus Alessano, Emanuele Orfano, gebaut. Wenn man durch die Ortsmitte spaziert, kann man die Sorgfalt und die Aufmerksamkeit für den Schutz und die Aufwertung des Kulturerbes bemerken. Man versenkt sich ständig in der Geschichte und in der Tradition und man spürt die Anwesenheit des Erbes des Greco. Wenn man sich dem Platz des Heiligen Georgs nähert, kann man eine Reihe mit schlichter Pracht und Geschichtlichkeit verzierter Gebäude aus der Renaissance bewundern. Vermutlich fungierten die Lokale ursprünglich als Geschäfte. Der Platz befindet sich neben der Altstadt und ist seit Jahrhunderten das schlagende Herz der örtlichen Wirtschaft. Rund um den Platz sind die charakteristischen Portiken, das sind die typischen Bogengänge, die die Handelsarchitektur des 16. Jahrhunderts zeigen und im Laufe der Zeit mehrmals renoviert wurden. Sie wurden auf Geheiß des Humanisten Monsignor Niccolò Martano, der aus Melpignano stammte, gebaut, um die Handelstätigkeiten, die die Wirtschaft des Landes wachsen ließen, organisieren zu können. Früher kamen die Kaufmänner aus der gesamten Halbinsel, besonders aus Neapel, Bari und Lecce. Der Platz war vor allem für den Verkauf von verschiedenen Geweben berühmt. Die Fassade der Pfarrkirche sticht in dieser Szenerie hervor. Sie ist dem heiligen Georg gewidmet und wurde in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts errichtet. Das Gebäude wurde im Laufe der Zeit mehrmals verändert. Er symbolisiert eine Synthese unterschiedlicher Architekturstile, die von der Renaissance bis zum Ende des 18. Jahrhunderts reichen. Der heilige Georg beherrscht die Mitte der Lünette des Portals aus dem 16. Jahrhundert, während er den Drachen, Symbol des Bösen, schlägt. Das Gebäude öffnet sich zu einem dreischiffigen Raum mit Seitenaltären. Unter den Dekorationen kann man leicht die verschiedenen Neufassungen des 18. Jahrhunderts bemerken. Neben der Pfarrkirche steht die graziöse kleine Kirche der Maria Himmelfahrt, ursprünglich den Heiligen Rochus und Sebastian gewidmet. Die Kapelle ist mit einem lieblichen Portal verziert, dessen Eingravierung dem Bildhauer Placido Buffelli aus Alessano zuzuschreiben sind.